Hallo und herzlich willkommen im FitGiant Headquarter zur nächsten Folge der Reihe Ernährung und Training in Schwangerschaft und Stillzeit. Also wir sind ja inzwischen bei der Geburt angekommen, das Baby ist da, wieder nicht dabei. Wir begrüßen aber trotzdem wieder hier unsere Expertin, die Stefanie Wagenfey, Coach im Team FitGiant seit vielen Jahren. Und mit der besprechen wir heute die Zeit nach der Geburt. Genau. Teil 3 heute. Genau, Teil 3 heute. Ernährung in der Stillzeit oder eben nach der Geburt. Es wird ja wahrscheinlich nicht jeder stillen wollen. Aber so die ersten Momente nach der Geburt. Auf was liegt da der Fokus? Also ist das so, sofort, boah, jetzt muss ich wieder in Form kommen oder was sind so die ersten Gedanken? Also bei mir war es nicht so. Also es ist ja auch, kommt natürlich auch auf die Geburt drauf an wahrscheinlich. Bei mir war es ein Kaiserschnitt. Kann man ja erzählen. Ja, das war so aufregend auf jeden Fall und natürlich dann alles neu und ist total natürlich in seiner Babybubble dann natürlich. Aber dann kommen halt auch gleich ein paar Dinge natürlich auf einen zu. Ich meine, das macht man sich meistens schon vorher einen Plan, sage ich jetzt mal, möchte ich jetzt stillen oder möchte ich nicht stillen oder bei manchen geht es ja auch nicht oder möchte ich es mir wenigstens probieren und so weiter und so fort. Aber das geht da dann gleich los. Also ich wollte stillen und es geht dann direkt los. Also ja. Die kommen dann und dann kommt das Baby gleich dran und los geht's. Also es klappt dann mehr oder weniger gut. Also bei mir hat es die ersten Tage gar nicht gut geklappt. Auch die ersten Wochen nicht gut. Aber ja, so ist es dann. Geht's los. Aber man wird schon auch dahingehend beraten, dass eigentlich Stillen, also Muttermilch geben, in dem Falle die optimale Ernährung fürs Baby darstellt. Genau, das ist einfach so. Also das ist die beste Ernährung. Das heißt nicht, dass Formularnahrung schlecht ist. Also das ist ja inzwischen so, dass man das also als Substitution quasi machen kann. War früher ja auch irgendwie ganz was anderes. Aber es ist natürlich nicht dasselbe. Also da möchte man auch niemanden angreifen, um Gottes Willen. Also darum geht es gar nicht. Es ist einfach nur die Datenlage, ist ganz klar, das ist das Beste und so ist es. Ja, ich meine, wir haben viele Vorteile für die Mutter zum einen. Haben wir langfristig auch ein verringertes Risiko für Brustkrebs und für Eierstockkrebs zum Beispiel. Wir haben ein verringertes Risiko für Nachschwangerschaftsdepressionen. Man sagt auch, man hätte eine bessere Bindung zum Kind und viele verschiedene Dinge. Und fürs Kind sind die Vorteile auch eindeutig dargelegt. Das geht von, da werden ja verschiedene Faktoren auch mit Muttermilch übergeben. Zum Beispiel auch Hunger- und Sättigungsfaktoren und Risiko sinkt für Folgeerkrankungen im Erwachsenenalter und so. Da ist die Datenlage schon eindeutig, aber trotz allem ist es heute nicht mehr so, dass man mit einer, also wenn aus Stillen aus irgendeinem Grund nicht geht oder die Frau das nicht möchte, dass die da heute ein schlechtes Gewissen haben muss. Das sollte auf keinen Fall so sein. Die Datenlage ist eindeutig halt besser für Stillen. Ja. Muss man aber auch eben sagen, also das ist tatsächlich so, dass das wusste ich auch nicht, aber so auch so untereinander, unter den Müttern, da wird schon gejudged, sag ich jetzt mal. Das glaube ich. Also das geht schon los bei, hast du eine natürliche Geburt oder hast du einen Kaiserschnitt? Ja. Weil wenn du einen Kaiserschnitt hast, dann ist das auch nichts Gescheites. Und dann bist du keine richtige Mutter oder was weiß ich was bis dahin sogar. Oder wenn du stillst, bist du keine richtige Mutter und bist eine schlechte Mutter oder irgend so ein Scheiß. Also da muss ich schon sagen, das ist schon ein bisschen erschreckend. Also das heißt ja immer, die Frauen sollen sich gegenseitig unterstützen und da denke ich schon, also ja. Schwierig. Ja, also ich finde, da sollte man jetzt sich keinerlei Wertung erlauben. Man kann einfach die Datenlage darstellen. Und heute ist es ja sogar so, wenn man beim Kaiserschnitt, hat man ja früher immer gesagt, da fehlt dem Kind ein Teil vom Mikrobiom, weil das halt durch den Geburtskanal mit den entsprechenden Bakterien versorgt wird. Heute weiß man, dass eigentlich der Hauptanteil des Kinder, also das Babymikrobiom, über die Muttermilch kommt und gar nicht entscheidend ist, auf welchem Weg der Geburt das auf die Welt kommt. Insofern, also wollen wir mal ein bisschen weniger. Ja, also ich finde insgesamt, also alles, was dieses ganze Mutterschaftsthema angeht, das ist so komplex und individuell. Deswegen auch, was wir hier sagen. Also wir wollen jetzt hier niemandem sagen, du musst das, du musst das, du musst das oder du sollst das und das ist der einzige Weg und nur das sollst du machen und sonst kannst du es nicht schaffen. Quatsch, also überhaupt nicht. Es sind einfach nur, wir unterhalten uns ja einfach nur darüber, geben ein paar Daten raus und wie es halt bei mir einfach war. Ich kann ja natürlich auch nur für mich sprechen, aber allgemein, also
da, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, das ist so individuell. Jeder muss für sich natürlich entscheiden, wie er was macht. Und fertig ist der Lack. Genau. Also um Gottes Willen. Also genau. Und wenn wir gerade schon beim Stillen sind, da muss man ja auch sagen, dass eigentlich müsste man da viel mehr Augenmerk auf die Mutter legen, weil die Muttermilch, die rauskommt, wenn die Mutter nicht optimal ernährt ist, dann ist es ja nicht so, dass die Muttermilch da verdünnt rauskommt, sondern das Baby wird eigentlich vom Körper her optimal versorgt, einigermaßen, und die Mutter leidet dann. Also es wird praktisch aus den Reserven der Mutter genommen, wenn die sich dann nicht optimal ernährt, geht es auf ihre Kosten. Genau, das ist ja in der Schwangerschaft auch schon so. Ja, deswegen, genau. Wie wir letztes Mal gesprochen haben, also das kann man alles schon schaffen, wie gesagt, also auch wenn man sich nicht optimal ernährt, aber es zieht dir halt alles raus. Genau. Genau, und du hast dann den Mangel und dir fehlt dann was. Genau, deswegen müsste man ja jetzt eigentlich nochmal schauen, wie sieht es denn aus mit den körpereigenen Reserven, wie bin ich denn versorgt, ganz besonders eben mit den Sachen, die immer in der Muttermilch ausreichend vorhanden sind. Das sind, gilt für fast alle Mineralien. Also egal, wie die Mutter versorgt ist, das kriegt die Muttermilch irgendwie rausgezogen aus dem Mutterkörper noch, aus den letzten Reserven. Calcium zum Beispiel und solche Sachen, da müsste man eigentlich gucken, wie ist da der Spiegel. Mhm. Bei den Vitaminen ist es ein bisschen anders. Da, wenn die Mutter nicht ausreichend versorgt ist, dann ist auch in der Muttermilch ein bisschen weniger. Also Vitamin D zum Beispiel, Vitamin D-Status reden wir ja immer drüber, aber auch die B-Vitamine und so. Da wäre es schon gut, wenn die Mutter auch darauf achtet, dass sie selber gut versorgt ist, weil es eben auch auf das Baby eine Rolle spielt. Und die ganz besonders wichtig eben die Fettsäuren. Mhm. Da kriegt man dann eigentlich was geraten. Also ich hatte jetzt, weil ich eben einen Kaiserschnitt hatte und da war natürlich Blutverlust, was natürlich bei einer normalen Geburt auch ist. Also das kommt ja dann auch immer darauf an, wie das war. Habe ich Eisen bekommen, weil ich einen Eisenmangel hatte. Ansonsten hatte ich keine Information. Das Kind kriegt natürlich gleich nach der Geburt seine ganzen Versorgungen, was da eben da so Standard ist. Und dann wird dir gesagt, dass das Kind Vitamin D nehmen soll. Das Kind nur? Das Kind. Das Kind. Cool. Was ich auch lustig finde, es wird empfohlen, dass im ersten Jahr das Kind Vitamin D nehmen soll. Wenn es ein Winterbaby ist, sogar länger. Aha, okay. Den Sinn habe ich auch noch nicht ganz hundertprozentig verstanden, warum man das dann stoppt, beziehungsweise warum Winterbabys und so weiter. Aber gut, ist dahingestellt. Auf jeden Fall, ich nehme ja Vitamin D. Also ich, du nimmst es dann auch weiter, es geht ja in die Mutter nicht über. Ja, ich nehme es auch weiter. Aber das ist, also das war das, was wir bekommen haben quasi. Also das war's. Also da kann man auch nochmal, da gibt es ja Studien, die übergreifend sind. Einmal zum Beispiel mit Entwicklungsländern, die habe ich erstmal ausgelassen, aber in den entwickelten Ländern, also Industrienationen, haben wir einmal die Studienlage gehabt, schon vor der Schwangerschaft waren die Frauen ja nicht ausreichend versorgt mit den Basics, was sich auch in unserem Coaching widerspiegelt. Ja. Jetzt waren die schon vorher nicht ausreichend versorgt. Dann haben wir ja letztes Mal gelernt von dir, dass in der Schwangerschaft das auf Kosten der Frauen geht. So, jetzt haben die das Kind zur Welt gebracht und dann müssen sie stillen und dann geht es wieder auf Kosten einer schon vorher nicht versorgten Frau. Also wann wäre denn der Moment, wo man mal einsieht, dass wir uns jetzt hier mal um den Status der Frau kümmern müssen? Gut, ja, das ist irgendwie nicht vorgesehen. Auch überhaupt, ich finde schon, dass so gewisse Dinge im Standard jetzt auch nicht nur unbedingt für Schwangere, sondern einfach mal überhaupt mal mitgetestet werden und dann einfach solche Sachen halt auch mal mitverschrieben werden. Ja. Aber da sind wir ein far away. Also. Ja, aber die Datenlage, die gibt's. Da steht eindeutig, dass die Frauen unterversorgt sind. Selbst Frauen, die supplementieren, also die schon irgendwie davon gehört haben, selbst die sind unterversorgt. Ja. Also das ist auch, das war zum Beispiel beim Stillen auch ein ganz großes Thema. Ich habe, wie gesagt, also sonst ging es mir relativ schnell gut, aber das war echt, es war ein Problem. Und dann fängst du natürlich an, was könnte es sein, warum funktioniert es nicht? Also es hat sich daran gelegen, dass ich irgendwie keine Milch hätte oder weiß ich was, aber es ist irgendwie nicht richtig gegangen. Und dann haben wir natürlich geguckt, hat der irgendwie da ein Zungenband, das ist auch wieder so ein Thema beim Baby natürlich, bla bla bla. Und was weiß ich, dann kommen Sachen, das kann sein, dass du da einen Pilz hast, es kann sein, dass das ist, weil das ist ultraschmerzhaft. Bis wir dann drauf gekommen sind, dass ich zu wenig Kalzium habe und es gibt so Vasospasmen in der Brust, also es ist wie kleine Krämpfe quasi, das tut natürlich ultra weh. Und da haben sie dann gesagt, ich muss nochmal Kalzium erhöhen. Aha. Und ich gesagt habe, ich nehme schon Kalzium. Ich muss nochmal Kalzium erhöhen, Lecithin muss dazu. Genau, diese Sachen, dann gibt es auch noch so, es gibt noch so
wenn man mit der Produktion ein bisschen Probleme hat, Lactavat oder was da ist, Kreuzkümmel oder irgendwas ist da drin, oder Thymian oder ich weiß nicht genau, muss ich mal nachschauen. Genau, aber das muss rein und Probiotika und so weiter, aber das Kalzium auf jeden Fall nochmal erhöhen. Ich dachte, was, nochmal erhöhen? Aber dann war das weg. Dann war das weg. Also, und dann ab dem Zeitpunkt ging es super. Aha, aber da geht es ja nicht in erster Linie um dich, sondern weil man dich da dabei behalten will, dass du schön weiter stillst. Ja, also, ich muss aber sagen, da versteht man dann auch jeden, weil da kann ja alles möglich passieren. Wie gesagt, da kann alles möglich passieren. Es kann der, bei der Geburt, nach der Geburt, alles möglich beim Stillen, da können alle möglichen Sachen geschehen. Da wurde vorher die Denken, das sagt ja auch keiner. Ja? Also es ist nicht so, also, ach ja, schön, alles wunderbar. Nee. Ja. Also, und da verstehe ich dann auch, wenn dann eine Frau sagt, boah, nee, mach ich nicht. Also da habe ich auch, wir haben ja, mal, du hast ja nie gejammert, das habe ich ja letztes Mal schon mal gesagt, aber manchmal hast du dann schon erzählt, dass es Probleme gibt und so. Da habe ich mir gedacht, ja, also wenn die mir jetzt sagen würde, ich stille nicht weiter, da hätte ich jetzt kein Argument gehabt, um dir zu sagen, das musst du weitermachen. Also war wirklich auch meine persönliche Entscheidung einfach auch, es wurde auch mein Aus- und mal gesagt, du, wenn du das nicht mehr weitermachen willst, das versteht ja jeder, aber es war einfach mein persönliches, ich wollte das, weil ich es einfach gewusst habe, es liegt nicht daran, dass es nicht geht, sondern da ist was anderes und ich will das jetzt durchziehen und die Ursache einfach finden und dann ist es weg, weil es gibt dafür sicher eine Lösung und so war es auch. Aber es war schon heftig, muss ich sagen, und da, wie gesagt, da verstehe ich auch, dass man das einfach nicht macht. Also das ist, wie gesagt, so individuell. Und gibt es übrigens auch genetische Unterschiede. Da gibt es so eine COMT-Variante, das ist ein ganz bekanntes Gen, hat jetzt mit dem Abbau von Schadstoffen und allem Möglichen zu tun. Und wenn man da eine bestimmte Variante hat, hat man auch besonders extreme Schmerzen beim Stillen. Das hängt dann viel auch mit dem Abbau von anderen Substanzen zusammen, Hormonen und so weiter. Also es ist ganz interessant, wie sich da der Kreis ausschließt. Aber jetzt haben wir ja letztes Mal, habe ich dich gefragt, wer hat dir denn Infos gegeben und waren die Infos von allen gleich? Also die Gynäkologin hat ja letztes Mal da wenig Einfluss gehabt. Wenn man jetzt dann im Krankenhaus ist, da hat man ja auch eine Hebamme, die ist ja wahrscheinlich die gleiche wie vorher auch, oder ist es dann anders? Oder wer sagt einem dann, so jetzt essen Sie so oder machen Sie das gar nicht mehr? Also die Hebamme hast du ja meistens davor, wenn du dir eine gesucht hast. Manchmal auch nur für danach. Also es kommt, glaube ich, auch so eine persönliche Sache, du musst keine, du kannst keine Anspruch nehmen. Die haben mir natürlich schon gesagt, Vorteile vom Stillen. Und ich wollte ja von Anfang an stillen, also deswegen war das jetzt kein, also sie musste mich nicht umstimmen. Ich glaube, man hätte mich eher gerne umgestimmt, was den Kaiserschnitt angeht, aber es war Beckenendlage, deswegen ist es nicht anders gegangen, aber oder manche würden sagen, das wäre auch gegangen, aber whatever. Aber da hat mir eigentlich keiner was gesagt. Also es hat mir, wir haben nicht darüber gesprochen, wie die Ernährung nach, nach der Schwangerschaft aussehen soll. Das ist ja Gott sei Dank in meinem Fall was, wo ich sage, okay, das weiß ich schon selber, aber gut. Ja, aber da kam nichts und im Krankenhaus sowieso auch nicht. Was hast du da zu essen gegeben? Das kann ich gar nicht sagen, weil die haben zweimal mein Essen weggeräumt, wo ich gerade nicht im Zimmer war. Und da habe ich noch gar nichts gegessen. Sei froh wahrscheinlich. Ich habe mir auch gedacht, das ist auch geil. Dreimal verhungert schon, aber hey. Ja, also, ich glaube nicht, da gibt es ja, was gibt es denn da immer? So, ich weiß es gar nicht mehr. Da hättest du aber was aussuchen können, aber ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Die kam immer, ich konnte mir ein Menü aussuchen, aber ich weiß es nicht mehr. War sicher nichts Spezielles. Am ersten Abend haben wir Sushi gegessen. Ah, okay. Weil das habe ich die Schwangerschaft nicht gegessen. Das durftest du ja nicht. Das dürfte ich nicht. Genau. Beziehungsweise, das heißt es auch heutzutage schon mit dem guten Fisch und so, aber ich wollte kein Risiko eingehen. Ja. Das gab es gleich am ersten Abend. Ja, und dann hast du jetzt das Kind da praktisch und dann geht's nach Hause. Wie bereitet man sich darauf vor? Kannst du dich auch nicht darauf vorbereiten? Wir haben natürlich schon alles Mögliche zu Hause gehabt, was wir gedacht haben, dass wir halt brauchen. Merkst dann auch, dass das meiste brauchst du gar nicht und dann brauchst du was anderes. Aber ja, also dann war es ein paar Tage vergangen, ich musste ein bisschen bleiben. Und dann Maxi-Cosi und rein da und heim. Und dann bist du daheim. Und ja, und da bist du aber frisch operiert. Ich meine, das ist ja eine große OP. Also Bauch-OP ist Bauch-OP. Egal aus welchem Grund. Ja gut, jetzt sagen wir mal so, du hast jetzt eine normale Geburt gehabt. Das ist ja auch schon. Also dann bestenfalls hast du keine Verletzungen und alles ganz gut. Dann bist du ja nicht körperlich direkt eingeschränkt. Wenn du jetzt Verletzungen hast, bist du da auch ein bisschen eingeschränkt. Aber es ist auf jeden Fall schon eine große Sache. Ich war operiert. Was eigentlich auch erstaunlich ist, weil für das, dass am ersten Tag überhaupt gar nichts ging, ist nach 4 Tagen, ging es eigentlich schon einigermaßen. Aha.
Aha. Also es ist eigentlich schon eine große Bauch-OP auch. Aber ja, dann geht's nach Hause und wir haben es so gemacht, also hätte ich mich natürlich auch ein bisschen besser vorbereiten können. Persönlich, den Tipp hätte ich anderen gegeben, kocht euch was vor. Ja, genau, das wäre jetzt eine Frage gewesen. Kocht euch was vor und friert das ein. Mhm. Das hat die Stefanie Wagenfall nicht so gemacht, weil sie hat sich von der Mama was kochen lassen. Kein Meal Prep. Ich habe kein Meal Prep gemacht. Ich habe gesagt, ich mag das von der Mama machen lassen. Okay. Meine Mama hat mir Video gebracht und hat das alles eingefroren. Hat auch, als es leer war, eingefroren. Und wir haben ja auch die Schwiegerleute da und die haben sich ja auch ganz lieb gekümmert. Also das ist auch super. Also wenn man niemanden um sich hat, auf jeden Fall vorkochen. Mhm, ja. Weil, also ich wäre da nicht in der Lage gewesen, da jetzt irgendwas aufzukredenzen, einzukaufen oder da mich da hinzustellen. Ja. Da war ich also... Ja. War ich nicht in der Lage. Genau, das wäre auch wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Kommt halt immer darauf an, wenn du niemanden hast zum Support, dann musst du das alles vorher erledigt haben. Ja, ja genau. Genau. Wenn du, oder du bestellst dir was, bei uns kann man nichts bestellen. Ja, so, also in den sieben Bergen. Ja. Also es sind halt so verschiedene Dinge, ja, auf die man halt da schauen muss. Natürlich, wahrscheinlich, wenn man schon 2, 3 Kinder hat oder das nicht zum ersten Mal macht, ja, dann ist es auch wieder was anderes, weil dann bist du da schon gefestigt und weißt, was auf dich zukommt. Aber jetzt beim ersten Mal, ja. Genau. War nicht gleich so. So, und jetzt isst du ja zum einen für dich, zum anderen aber auch für die Zusammensetzung der Muttermilch. Ja. Da gibt es ja verschiedene Mythen und auch Wahrheiten über diese Zusammensetzung der Muttermilch. Zum einen mal, man darf nichts essen und da ist ja auch noch ein Jungen. Und Jungen sollen ja immer so Schreikinder sein und Blähkinder und wie auch immer. So sagt man ja, ich bin ja reine Laie. Ich ja, aber das höre das. Ja, ja. Genau. Und da darf man dann nichts essen, was bläht. Wie verhält sich's damit? Ja, das ist ein Mythos. Also, sieht man ja auch daran, dass auch viele Bauchweh haben, die Flaschen bekommen. Also. Ja, da ist kein Knoblauch drunter gemischt und keine Zwiebeln. Genau. Also, das heißt nicht, dass man darf keine Zwiebeln, man darf keinen Knoblauch und du darfst nicht kein Kohl und nicht das und nicht das und nicht das. Also, das, was du isst, wird nicht in die Muttermilch gehen. Also, Die Blähstoffe, genau. Das wird nichts, also Nanopartikel natürlich schon und so weiter und so fort, das kommt schon irgendwie da an. Aber wenn du jetzt ein Cheeseburger isst, ist es keine Cheeseburger-Milch. Also das ist nicht der Fall. Und ja, das stimmt nicht. Aber das habe ich auch gehört. Und am Anfang dachte ich, oh nee, oh, der hat jetzt ein bisschen Bauchweh. Mhm. Ja, dann esse ich mal lieber das nicht mehr. Oder könnte es das sein? Mhm. Da bist du ja ganz Dings. Aber nee. Aber von den Sachen, die in die Muttermilch übergehen, wo man vielleicht ein bisschen drauf gucken sollte, was wären da die wichtigsten? Also Koffein, genau, geht ins Blut über, geht auch in die Muttermilch, ja, über. Da wurde mir jetzt gesagt, auch von unserer Stillberatung, so 1-2 Tassen Kaffee, mhm, sind in Ordnung. Ist auch eine persönliche, mhm, Sache. Manche mögen gar keins. Ich trinke oft so einen Decaf, wenn ich einen trinke. Ja. Und kein Alkohol natürlich. Ja. Und wobei sie da auch gesagt hat zu mir, wenn du gestillt hast gerade und du trinkst ein Schlückchen Prosecco, dann wird dir das auch nicht schaden. Also, aber das ist auch persönlich. Muss man nicht machen, während man stillt. Ja. Und die Süßstoffe gehen auch, ja, über. Genau. Genau. Und natürlich sagt man halt einfach, wenn man stillt, soll man ungefähr so 500 Kalorien, muss man mehr essen. Ja, die Muttermilch hat ja Kalorien. Genau, du musst ja auch produzieren. Dein Körper produziert ja auch, genau, ständig. Du musst ja nicht nur dich versorgen, sondern du produzierst, genau, ja auch ständig, ständig, ständig. Ja. Ja. Ich meine, wenn man jetzt überlegt, so eine, ich sag jetzt mal, Kuhmilch hat 45 Kalorien pro 100 Milliliter, die muss die Kuh halt auch pro Milliliter zu sich, pro 100 Milliliter zu sich führen. Das ist ja, ja, so ist es halt bei der Frau. Die Muttermilch hat nicht ganz so viel Eiweiß, ja, aber. Nee, aber die hat sehr viel Fett. Ja, aber das wird schon. Genau. Ist schon anstrengend. Ja. Und deswegen ist ja auch Stillen eine gute Methode, um wieder zum normalen Gewicht zurückzufinden. Also man soll jetzt das nicht als Diätmethode benutzen, aber das fördert schon auch, dass man wieder zu seinem normalen Gewicht zurückfindet in der Schwangerschaft. Ja, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Also am Anfang habe ich erstmal mehr gewogen, als das Baby noch drin war, weil ich noch so, weil das ganze Wasser da noch drin war nach der OP und so weiter. Ja, okay, dann direkt nach dem Eingriff. Ja, ja, genau, ja, genau. Aber da habe ich, war ich erstmal erschrocken, weil, ja, ich gedacht habe, jetzt muss ja was weg sein. Eigentlich ja was weg sein. Und wieso bin ich jetzt so schwer? Also keine Ahnung. Und ja, dann ist es aber relativ zügig, ja, weggegangen. Also, ja. Mhm. Doch. Jetzt ist er fast 10 Monate und ich wiege jetzt genauso viel wie vorher. Ja. Sieht ein bisschen anders aus, weil ich nicht so ganz so viel trainiert habe. Ja. Aber genau, es ist kein Problem, ja, genau. Aber das ist auch nicht bei allen so. Also es gibt auch Leute, die nehmen irgendwie da nicht ab. Das würde aber dann eigentlich, ja, bedeuten, dass da vielleicht irgendwas mit
Vielleicht ist da irgendwas nicht richtig eingestellt, kann auch sein. Oder man ernährt sich halt viel zu überkalorisch. Das kann genau. Sein. Das ist ja das eine. Und zum anderen, man hat ja auch mit vielen Problemen zu kämpfen. Also du hast ja, ich meine, das haben wir ja überhaupt noch nicht angesprochen. Was ist, ändert sich in deinem Leben, wenn du plötzlich Mutter bist? Also wir reden ja von nicht mehr schlafen. Das wird ja oft auch mit Essen kompensiert. Wir reden von keiner, also ich sag's jetzt mal überspitzt, kein Eigenleben mehr, weil ja alles sich nach dem Kind richtet. Ja, es ist halt fremdbestimmt. Du bist halt jetzt erstmal nur dafür da. Und bei manchen, da ist es so, da schläft das Kind besser, aber durchschlafen, von durchschlafen sprechen wir ja da nicht. Also da kriegst du mal ein paar Stunden am Stück und bei den meisten ist es auch so, wie es halt auch bei uns ist, oder bei uns war, ich bin dann schon dort geguckt, dann atmet das noch. Ja, logisch. Dann schläfst du kurz und dann schaust du wieder, dann keine Ahnung. Ist halt einfach auch kein richtiger Schlaf mehr, so ein tiefer Schlaf, wo du keine Sorge hast oder so, ist es nicht mehr. Und ändert sich natürlich schon viel. Und ich muss auch schon ganz ehrlich sagen, es ist halt so, ich versuche mich gut zu ernähren, aber es ist halt auch wirklich so, ich stehe manchmal auf und dann kriege ich gerade hin, dass ich irgendwie meinen Shake mache und dann geht der Tag weiter und hupsi, jetzt ist es schon Mittag, jetzt muss ich hier mal was essen, weil ich habe Hunger und schnell. Und wenn wir jetzt mal bei der Realität sind, dann fliegen da auch mal ein, zwei Wurstbrote rein oder mal nur die Wurst und das Brot hinterher, weil ich keine Zeit habe, irgendwas anderes zu machen. Ah, da fällt mir noch was Gutes ein. Ja. Habe ich doch zufällig gelesen, dass auch die Ernährung ja hängt ja auch dann zusammen, ob irgendein Risiko besteht. Und Fleisch zum Beispiel kommt sehr gut weg bei der Ernährung. Für das Risiko von Kindern, für spätere irgendwelche Geschichten, während zum Beispiel Getreide nicht gut wegkommt. Ah. Gluten zum Beispiel. Okay. Also, wir sind ja immer kein Fan von Brot. Ich meine, Brot. Genau. Es geht jetzt nicht um eine Scheibe Brot, sondern so generell diese sehr getreidereiche Ernährung, Haferflocken ausgeschlossen, scheint nicht so gut zu sein. Und nochmal zur Zusammensetzung von der Muttermilch da. Wollte ich doch nochmal die Geschichte erzählen. Da gibt es auch so spezielle Zuckerstrukturen in der Muttermilch. Diese humanen Muttermilch-Oligosaccharide. Das sind so ganz besondere Zuckerstrukturen mit ganz exklusiven Zuckern drin. Also hat nichts mit der Laktose zu tun. Und das ist der drittgrößte Bestandteil der Milch. Und die haben ganz besondere Bedeutung. Die Mutter produziert die in unterschiedlichen Mengen, in unterschiedlicher Zusammensetzung im Lauf der Stillzeit. Und das hängt zum Beispiel auch vom Gewicht der Mutter ab. Übergewichtige Mütter produzieren da eher ungünstige Verhältnisse. Normalgewichtige Mütter produzieren super Verhältnisse. Und übergewichtige Mütter können das Verhältnis verbessern, wenn sie trainieren. Mhm. Zum Beispiel. Und die machen das pathogene Keime, also krankmachende Keime, sich beim Baby nicht ansiedeln können, dass das Baby eine gute Darmentwicklung kriegt, dass das Immunsystem gut eingestellt wird, dass die Darmzellen sich gut differenzieren und die gehen sogar bis ins Gehirn und machen da eine Verbesserung der Intelligenz. Also die sind wirklich, die haben 1000 Funktionen. Und wir hatten damals, das war Mitte der 90er Jahre, 10.000 Liter Frauenmilch. Und daraus haben wir die isoliert und da war ich an so einem Forschungsprojekt beteiligt. Da wusste man natürlich vom Mikrobiom nicht, dass man jetzt weiß. Damals hat man immer noch nach dem Bösen gesucht, also krank machen. Und da haben wir damals geguckt, wie diese Zuckerstrukturen das Anheften von bösen Bakterien verhindern. Wenn man damals schon das über das Mikrobiom gewusst hätte, hätte man da ganz andere Forschungen noch mitmachen können. Also die sind wirklich das A und O aus der Muttermilch. Und die werden heute ja dann auch schon der Säuglingsnahrung, der künstlichen zugesetzt. Aber da hat wirklich die Ernährung einen sehr, sehr großen Einfluss und auch, ob du dich bewegst oder nicht. Und wer viel und lange still sitzt, der hat eine ungünstige. Also stillsitzen tut man ja als Mutter wenig. Ist wirklich wenig. Aber ich muss halt sagen, ich merke es halt jetzt wegen der Ernährung. Ich versuche, das so gut es geht zu machen. Und es klappt auch gut, also für meine Verhältnisse. Aber wie gesagt, also es gibt jetzt auch Dinge, wie gesagt, so schnell fliegen da mal Sachen rein. Da isst du schnell, was halt gerade hergeht. Mhm. Aber das ist auch eine Sache von der Vorbereitung. Ich könnte mir am Vorabend auch noch mehr herrichten, aber manchmal bin ich dann halt einfach auch müde. Ja. So ist es einfach. Aber wir haben ja gehört, dass die Muttermilch sowieso einigermaßen gut zusammengesetzt ist und dass du eher auf dich gucken musst, statt auf... Ja, aber das ist natürlich, mir geht es ja auch besser, wenn ich mich besser ernähre. Das muss man halt einfach ganz klar sagen. Ja. Ich fühle mich auch nicht wunderbar, wenn ich nur Wurstbrot esse. Also... Ja.
Oder in der Nacht aufwache und mir denke, oh, ich habe so Hunger und Durst und was soll ich jetzt essen? Ja. Also, musst du eigentlich die Trinkmenge erhöhen? Bisschen. Mhm. Für unsere Zuschauer wahrscheinlich irrelevant, weil die eh zu viel trinken, aber... Zu viel, genau. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Aber das kommt automatisch, weil du hast Durst. Genau. Also da willst du trinken. Und wenn du jemand bist, der schlecht trinkt, dann musst du dir das hinstellen, dass du musst genau. trinken, weil du musst ja auch produzieren. Also, und sonst bist du ausgetrocknet, wenn die ganze Flüssigkeit dir weggezogen genau. wird. Also das geht automatisch, würde ich sagen. Und bei dem es nicht automatisch geht, der muss sich das aufschreiben. Ja. Also auf die Fettsäuren achten, Omega-3-Fettsäuren, auf die Vitaminzufuhr achten, weil das für dich und die Milch wichtig ist und für dich selber auf die Mineralien und die Vitamine achten und vielleicht auch mal Spiegel messen lassen. Das wäre mal das Wichtigste. Ja. Und sich gutes Essen herrichten und trinken. Ja. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Teil zum Training.